neuen Video. Heute testen wir die neue Level-Up-Sorte Gummy Bomb. Auf jeden Fall, hoffentlich schmeckt es im Gegensatz zu der letzten reinen Gummibärchen-Sorte mal ein bisschen besser. Das letzte war ja Sour Gummy Worm und das war ja nicht ganz so lecker, sagen wir einfach mal. Aber das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. So. Ich würde sagen, machen wir mal auf. Ja, erstmal Design, Digga. Das mache ich, während du shakest. Oh. Hm. Nicht. Hier, Digga. Warum shake ich? Weil ich das Design zeigen würde. Wir haben natürlich eiskaltes Wasser. Eiskalt. Oh, da ist Mückstückchen drin. Ach, wie scheiße. Das sieht aber eigentlich ganz gut. Ich mache ihn hoch irgendwie. Fängt schon ganz gut an. Der ist einfach Streusel. Ich weiß. Wie auf so einem Kuchen. Zeig mal die Kamera. Ich glaube, die lösen sich auf und das nur so jetzt. Ja, wahrscheinlich lösen die sich nicht auf. Nee, ich hab, ich glaube, bei den Pulverboys gesehen, dass sie sich auflösen. Aber ich bin noch so unsicher. Ja, ah, warte mal. Ich muss mal was machen. Ganz vergessen, Licht anzumachen. Also auf jeden Fall ist so ein bisschen pinklich auch. Wenn man das alles so sieht und da sind ein bisschen so Stückchen, wenn man das, kann man das gut, ja, kann man gut erkennen. Die Streusel haben wir nochmal probiert, das waren halt eigentlich nur ganz normale, bunte Zuckerstreusel, die haben jetzt nicht nach was Besonderem geschmeckt. In allen möglichen Farben von den Gummibärchen. Ja. Ja. Die halt der Rex vorher gleich zeigt. Ja. So, mal kurz. Ist wieder der kleine schwarze. Ja. Scoop. Ich glaube, den bringen sie jetzt gefühlt immer, also ich weiß auch nicht, was sie mit dem haben. Aber es riecht wirklich ganz gut. Ach Mann, ich will mal. Ja, komm, okay. Wird anscheinend farbig. Ich glaube, das wird hier auch so ein bisschen dieses Orange-Gelbe. Dann schau mal den Scoop. Ja, es wird so orange-mäßig. Okay. Ja, oha, aber geil. So, hier können wir mal sehen, so ganzen Gummibärchen, die hat einfach so, wie es halt, ist ja Gummibomb, also wurden die Gummibärchen einfach zerbombt. Ein bisschen brutal, wie hier manche Schicksal erleiden mussten. Hier sieht man auf jeden Fall gut, hier ist die eine Hälfte von dem Gummibärchen, auf der anderen Seite einfach die andere. Die Streusel werden weiß. Die haben hier, der eine hat seinen Kopf verloren, der andere seine Beine. Hier ist irgendwie sein Kopf durchteilt worden. Also schon nicht die kinderfreundlichste Dose. Ja, aber die verschiedenen Farben, also ich hab bei 15, es sollen das so eine Handvoll Gummibärchen, also wenn du einfach so eine Tüte reingreifst und einfach so ein bisschen was. Wer hat das gesagt? Die Pulverboys. Aha, ich hab noch nie mit meiner Hand so eine Tüte. Hä, du kennst doch bestimmt diese kleinen Gummibärchen-Tüten, die ich gefühlt immer auf den Kindergarten gab. Ja, sich da so rein. Ja, aber so ist es, wenn du das so Ganze reinkippst, ungefähr so soll das schmecken. Also du schmeckst für keinen richtigen Geschmack raus, nur halt so, ne? Auf jeden Fall sind die Streusel noch vorhanden, aber in weiß und in klein. Ja, ich glaube, die lösen sich mit der Zeit noch ein bisschen auf. Ja, juckt ja auch nicht. Ja, ist ja... Ist ja ewig. Die Farbe ist aber geil, weil die ist ja auch... Gab's das schon? So in dieser Farbe ein bisschen... Es gab ja Dings. Golden Fruits. Ist auch so ein bisschen die Richtung. Ja, Golden Fruits, aber ansonsten ist ganz... Sieht ziemlich gut aus. Mal kurz... Ja... Die Streusel machen an. Dann guten Appetit. Es riecht bisher sehr stark nach orangen Gummibärchen. Es riecht ja wirklich einfach nach Orange. Am Ende ist es so ein neuer Orange Onage. Aber bisher klingt es. Digga, was geht hier? Ja. Warum geht das? So, zwei Gläschen. Ich stelle kurz hinter. Ja, komm, mach einfach. Mach einer mit so. Also ein ganzer Shaker schon weg. Genau. Ja, hier sieht man jetzt nochmal, das kannst du mal riechen. Diese ganzen Streusel jetzt hier weiß geworden sind, da sieht man hier so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, ist halt so ein Stilmittel fürs Pulver, aber hätte man es nicht gebraucht. Nee, da ist jetzt nass. Okay, auf jeden Fall, let's go. Ja. Stößt mal hin. Sehen. Ich find's gut. Thema. Ich find's gut.
Ist halt recht süß. Aber ich finde. Es ist wirklich süß. Da habe ich gehört, mit dieser halt ein kleinen Gummibärchen, wenn man diese komplett reinkippt. Das erfüllt es irgendwie. Für mich nicht mal so. Also ich würde jetzt nicht daran denken, also. Aber ich schmecke halt so am meisten Orange raus und sowas. Ja, vor allem, es schmeckt ja wieder nach Traubenzucker. Naja. Aber ist gut. Aber es ist tatsächlich. Es ist. Bisher. Ich weiß, wer nach der Aufnahme noch einen Shaker trinkt. Was kommt so aus dem Kraft? Es schmeckt ziemlich nach Traubenzucker. Meiner Meinung nach. Ich finde es gut. Und nach. Ja, nicht nur nach. Aber so ein bisschen nach. Aber so einen richtigen Geschmack könnte ich jetzt hier nicht wissen, welchem Gummibärchen es ein bisschen mehr schmeckt. Aber na gut, doch. Vielleicht schmeckt halt ein bisschen mehr nach Orange, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Aber an sich. Finde ich den sehr. Ist halt süß. Solide. Und für die, die gerne süßen Booster-Ding essen, Gaming-Booster, da ist, kann man auf jeden Fall mal zuschlagen. Ja, ich finde ihn jetzt aber auch nicht zu überzuckert. Da gibt es schon süßere Editions. Ja. Na doch, der geht auf jeden Fall gut runter. Hätte ich so einen Geschmack, den ich jetzt täglich trinken würde. Aber nee. Kann man schon öfters mal trinken. Ja. Sagen wir so, wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Auf keinen Fall. So wie bei manchen anderen. Ist jetzt Wochenende auch und dann weiß ich, was man am Wochenende immer getrunken wird. Bin ich auf jeden Fall tatsächlich positiv überrascht, sagen wir es einfach mal. Überrascht? Nee, wenn ich jetzt an den letzten Gummi, aber ich habe es aber gar nicht mehr gedacht. Aber an irgendwas erinnert es mich noch. Aber auch nicht. Ja, es ist einfach orangig. Ist jetzt, wenn wir sagen, packst du Orange. Voll im Nachgeschmack auch. Packst du ein paar Traubenzucker, mixst du zusammen. Dann kommt Orange da. Orange hat ja im Prinzip das auch, da haben wir auch gesagt, ich schmecke Traubenzucker. Ich ja. Ich auch noch Traubenzucker. Ich würde nochmal gerne einen direkten Vergleich, aber. Irgendwann mal. Das in einem anderen Video? Ja, in einem anderen Video wahrscheinlich. So wichtig hier. Ob die wirklich so ähnlich schmecken oder was. Nicht privat. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr es sehen würdet, wenn wir es so mal so eins zu eins vergleichen und sowas, weil es schmeckt, also wenn ich jetzt an Orange Orange denke, schmeckt das schon recht gleich, sagen wir einfach mal. Aber ja, ich habe den auch noch nicht mehr getrunken. Ja, ich bin gar nicht mehr so sicher, wie der jetzt genau schmeckt. Aber wenn wir es mal machen sollen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ist. Ja, kann ich noch sagen, ich bin maximal verwirrt. Wie verwirrt? Ah ja, du. Kern, ja. Kann man sich kaufen? Ist es auf jeden Fall. Kann man sich kaufen. Gut. Also es ist schon einer der besseren Geschmäcker, würde ich jetzt mal sagen. Hier auch mit schönem Design, kann ich irgendwo hinstellen. Gibt es keine Karte für? Nee, es gab generell schon von lang keine Karten mehr. Guck bei der Black Week. Ja. Generell die letzten Geschmäcker hatte ich jetzt, die sie jetzt rausgebracht haben, fand ich jetzt auch nicht schlecht. Also Polar war jetzt trinkbar, aber. Ja, aber nicht das Wahre. Aber dass der schlecht war, jetzt die letzte Edition, die rauskam, jetzt auch nicht. Da war ich schon eher positiv überzeugt. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf den nächsten Geschmack. Was auch immer es sein wird. Mittlerweile ist ja alles möglich. Ja, ja. Was denn ihr? Schreibt es auch in die Kommentare, was ihr vielleicht euch für einen Geschmack wünscht oder was ihr. Was euer Lieblingsgeschmack ist. So, jetzt habe ich das Wort gefunden. Ich weiß auch ganz, was mir gefallen hat. Ja, oder schreibt es einfach unter dem Level Up Ranking. War ja auch vor einem Jahr. Naja, das muss auch mal. Refresh werden. Refresh, jetzt haben wir ja noch eine Edition, die wir da einranken können. Naja, es ist noch mehr, also. Wir haben viel zu viel probiert, dass wir es das richtig ranken können. Ich muss echt, dafür müsst ihr denke mal jeden Geschmack trinken und müsst mal gucken. Aber das ist ja Sache für ein anderes Video. Also schaut gerne. Wahrscheinlich jeden Geschmack nochmal trinken, übertreiben. Ja, gefühlt muss ich das immer, um die richtig ranken zu können, aber. So ein paar will ich auch gar nicht nochmal trinken. Ja, einfach alle an einem Tag nochmal trinken, hä? Wir nehmen so einen Shaker. Schaut gerne unten in die Kommentare,
in der, schaut unten unter dem Video gerne bei Samuel vorbei. Bei Gaming School. Bei Gaming School. Wo ich ganz cool fand, die Pulver Boys haben unter meinem Video kommentiert und sind auf meinem Discord-Channel. Also die sind einfach auch unten in den der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auch gerne vorbei, die haben es schon rausgebracht. Die sind Level-Up-Pappen, das heißt, die dürfen das immer früher probieren. Also ja. Level-Up. Also, ja, ich würde auch gern. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Dann. Ich freue mich schon auf den 16. Geburtstag. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und haut rein. Ciao. Ich muss ausprobieren.